Ich muss verstehen, was mit mir geschehen ist. Ich glaube, ich habe einen Bierwig überlebt. Kannst du dir vorstellen, warum das geschehen ist? Ich möchte etwas über dich wissen. Ich muss verstehen, was mit mir geschehen ist. Sie nickt mit Mitleid im Gesicht, als ob sie ein Kind trösten würde. Naja, das gelingt dem zerfallenden Leichnam auch sehr gut. The world looks a little different than it used to, is that it? Feels like you're noticing things for the first time that have always been there. Du meinst, dass die Welt ein bisschen anders aussieht als sonst? Fühlt sich das so an, als würdest du Dinge, die schon immer da gewesen sind, zum ersten Mal bemerken? Sie nickt. You have seen past the shroud. It only takes an instant. Your soul remembers, yes? Remembers how it sees when it leaves the body, like being reminded of a dream you had forgotten. You are a watcher now, and a watcher you will stay. Ja, wir sind ein Wächter. Juhu! Du hast hinter den Schleier gesehen. Es dauert nur einen Augenblick. Deine Seele erinnert sich daran, richtig? Sie erinnert sich, wie. Sie erinnert sich, wie sie es miterlebt. Wenn sie den Körper verlässt, so als ob du dich an einen Traum erinnern würdest, den du schon lange vergessen hattest. Sie nickt wieder. Also ja, das hat sie jetzt alles gesagt und es ging um meine Seele, dass sich meine Seele eben daran erinnert, wie es früher war und sich auch daran erinnert, wie es war zu sterben. Nur dass wir halt nicht gestorben sind. Jetzt bist du ein Wächter und ein Wächter wirst du auch bleiben. Was ist denn ein Wächter? What indeed? Long hours have many animancers spent studying such things. Not I, not I. I'll tell you what I know, though, since fair is fair. And here we are visiting, you and I, and it reminds me of better times. Ja, in der Tat, was ist das? Mit dem Studium solcher Dinge haben viele Beseeler lange Stunden verbracht. Ich aber nicht, ich nicht. Ich werde dir aber alles sagen, was ich weiß. Das ist nur gerecht. Und hier sind wir beide also auf Besuch und es erinnert mich an bessere Zeiten. Souls pass on. Some say through Odra stones, which are the blood veins of the world. They leave the world for a time and are reborn into it. Sometimes more than they were before, but usually less and seldom the same. For all souls, there is a time where they do not live, yet have not passed on. And those souls roam the world, same as you or I, either leaving or lost. But no one sees them because they have forgotten how. Seelen werden weitergegeben. Manche sagen, dass das durch Adrasteine geschieht, den Adern der Welt. Die Seelen verlassen die Welt für eine Weile und werden dann in sie wiedergeboren. Manchmal mehr als zuvor, normalerweise aber weniger und selten dieselben. Ja, das ist eben die Entropie. Das kommt aber nachher noch. Und das Rad, also der Kreislauf von Tod und Wiedergeburt. Bei allen Seelen gibt es eine Zeit, in der sie nicht mehr leben, aber auch noch nicht weitergegeben wurden. Und diese Seelen streifen wie du und ich über die Welt, entweder im Aufbruch oder aber verloren. Niemand aber kann sie sehen, weil sie vergessen haben, wie das geht. Ja, also damit will sie sagen, dass der Tod sie noch nicht geholt hat und sie deswegen in ihrem leblosen Körper drauf warten muss. Das wäre ja schlimm, dass man in seinem toten Körper warten muss, bis man wiedergeboren wird. Ich hoffe mal nicht. A watcher sees, though, knows what to look for. And sometimes they know a person just by looking at them. Know where they've been in ages past when their bodies were other bodies. See memories even their honor can't recall. A wonder to behold when all goes well. A wonder! Ja, wenn alles gut geht. Ein Wächter aber kann sie sehen. Er weiß, nach was er suchen muss. So wie jetzt gerade. Und manchmal kennen sie eine Person nur durch bloßes Ansehen. Sie wissen, wo sie in vergangenen Zeiten waren, als ihre Körper andere Körper waren. Sie sehen Erinnerungen, an die sich selbst deren Besitzer nicht erinnern können. Ein wahres Wunder, wenn alles gut geht. Ein Wunder. Was hast du mit, wenn alles gut geht, gemeint?
Oh, nothing to be afraid of, I'm sure. It's just much to take in for some. Sometimes there's trouble sleeping or other difficulties. Oh, sicherlich nichts, vor dem man Angst haben müsste. Für manche ist es einfach zu viel. Manchmal gibt es Probleme mit dem Einschlafen oder andere Schwierigkeiten. Sie lächelt dich beruhigend an und fächert ein Büschel lange Haare aus, die aus einer Wange sprießen. Oh. You should see old Meerwald. He could tell you much more than I. A watcher just like you. Helped many in his day. Took up in an old keep no one would claim. Not far, not far. Kadnua, beyond the Black Meadow. He will welcome the company. Ein angeregter Glanz zieht über ihre trüben Augen. Du solltest den alten Meerwald besuchen. Er könnte dir sicherlich mehr erzählen als ich. Ein Wächter so wie du. Er hat seinerzeit vielen geholfen. Jetzt hat er sich in einer Burg zurückgezogen, die niemand beanspruchen möchte. Nicht weit von hier. Kadnua, jenseits der Schwarzauen. Die Gesellschaft wird er willkommen heißen. Bin ich mal gespannt drauf. Ich glaube, ich habe einen Bierwack überlebt. Kannst du dir vorstellen, warum das geschehen ist? Did you now, dear? My, that would be something, wouldn't it? Could be luck, could certainly be. A storm can be a careless thing. Kaldara schätzt dich einen Augenblick lang mit gelehrtem Interesse ab. Also gelehrt von gelernt, nicht von leer. Bevor sie mit ihrem fröhlichen Verhalten fortfährt. Wirklich, Schätzchen? Na, das wäre aber was, nicht wahr? Könnte Glück sein. Könnte wirklich so sein. So ein Sturm kann ein nachlässiges Ding sein. Or maybe it got its hands around your soul, but couldn't pick it up. A soul can be heavy if it stayed in one piece through its time. Strong souls, we call them in the trade. Cold, I mean. Cold them. Those days are all behind me, no? Oder vielleicht hatte er deine Seele schon in seinen Händen und konnte sie aber nicht hochnehmen. Wenn eine Seele im Laufe ihrer Existenz in einem Stück geblieben ist, kann sie nämlich ganz schön schwer sein. Üblicherweise nennen wir Experten sie starke Seelen. Sie denkt über etwas nach und lächelt traurig. Nanten, meinte ich. Nanten. Diese Tage liegen jetzt alle hinter mir, nicht wahr? Na gut, die anderen Experten nennen sie immer noch starke Seelen. Und warum brechen sie im Laufe der Zeit auseinander? Oh, yes. Entropy. Rimagan's work. We know little of why or how. We lose pieces of ourselves when we die and pick up pieces of others when we are born again. But less than what we lost. We tried to stop it with the animantic sciences, but with little success. No, no. Oh ja, Entropie. Rimgrans Werk. Also ja, die Entropie, die ich vorhin angesprochen habe, mit den Seelen, die sich ständig verändern, weniger und mehr werden, nicht dasselbe bleiben. Wir wissen wenig darüber, warum oder wie das geschieht. Wenn wir sterben, verlieren wir Stücke von uns selbst und nehmen bei unserer Wiedergeburt Stücke anderer auf, aber weniger, als wir verloren haben. Wir versuchten, es mit Hilfe der Besinnung aufzuhalten, aber wir hatten damit kaum Erfolg. Oh nein. A very small few resist Rimargan's influence and stay together through some force of defiance, at least for a time. But they all succumb eventually, I think. Nur wenige können Rimargans Einfluss widerstehen und durch eine Art trotzende Kraft intakt bleiben, zumindest für eine gewisse Zeit. Letzten Endes aber kann keine von ihnen ewig standhalten, glaube ich. Sie schnalzt mit ihrer Zunge. Naja gut, wir konnten einigermaßen standhalten. Ich möchte etwas über dich wissen. Me? I'll bore you to tears, though. Mich? Sie schüttelt protestierend den Kopf. Ich werde dich aber zu Tode langweilen. Wer bist du? And here I thought you'd come to visit me in particular. Kaldara de Baranzi, of the Valian Royal Academy of Animantic Sciences. Not the greatest of their number. But I came here all the same because this was where help was needed. Sie seufzte leicht, was einen Käfer aus ihrer Wange herausjagt. Und ich dachte, du hättest bewusst mich besucht. Nein, leider nicht. Mit einem vermeintlichen Knicks drehen sich ihre Arme steif nach außen.
Kaldara de Baranzi von der Königlich-Valianischen Akademie der Beseelung. Also aus den Valianischen Republiken kommt sie. Ich mag zwar nicht die beste von ihnen gewesen sein, aber ich kam hierher, weil hier Hilfe benötigt wurde. Was ist mit dir passiert? Ja, mal abgesehen davon, dass du aufgeknüpft wurdest. Sie lacht. Zwischen ihren buttergelben Zahnreihen hindurch entkommt ihr ein kratzendes, ersticktes Gacker, das ihren Kopf mit jedem Lachkrampf hoch und runter hüpfen lässt. Als sie deine ausdruckslose Miene bemerkt, fängt sie sich wieder. Oh, come now, such a question. As though the answer were plain as a rope tied for strangling. Allow an old dwarf her last bit of cheer. Ach, jetzt komm aber. Was für eine Frage. Als ob du die Antwort darauf nicht so einfach. Als ob die Antwort darauf nicht so einfach wie ein zum Galgenstrick gebundenes Seil wäre. Lass einer alten Zwergin doch ihre letzte Hochstimmung. Well, I came where I was needed, didn't I? Offered my services to Lord Radric for a pittance. A humble pittance. I was to examine the Lord's wife. See why the gods have seen fit to poison her womb. Studied her for months, looked high and low for impurities, tested her valence, the permeability of her essence. Do you know what I found? Nun, ich ging dorthin, wo ich gebraucht wurde, nicht wahr? Meine Dienste bot ich für Stredek für einen Hungerlohn an. Einen bescheidenen Hungerlohn. Sicher. Meine Aufgabe war die Untersuchung der Fürstin. Ich sollte herausfinden, warum es die Götter für passend befunden hatten, ihren Leib zu vergiften. Oh, monatelang studierte ich sie. Ich suchte mich dumm und dämlich nach Unreinheiten. Ich prüfte ihre Valenz und die Durchlässigkeit ihrer Essenz. Und weißt du, was ich fand? Wahrscheinlich nichts, oder? Nothing at all. A healthy woman, head to toe, blessed with a beautiful soul. Such a sweet woman, too. Meek, but warm-hearted. A few months' time, and the lord of the house demanded answers. For a time, I told him what he wanted to hear. Oh, yes, my lord, she is riddled with imbalances. I must have time to cure her. As the birth drew near, he grew impatient, as lords do. And this is where I've ended up. Sie schüttelte den Kopf. Nichts fand ich, gar nichts. Eine von Kopf bis Fuß gesunde Frau, die mit einer schönen Seele gesegnet war. Noch dazu war sie eine reizende Frau, demütig, aber warmherzig. Nach ein paar Monaten aber verlangte der Fürst des Hauses Antworten. Anfangs erzählte ich ihm noch, was er hören wollte. Sie hätte ihm einfach erzählen sollen, dass sie gesund ist. Oh ja, mein Fürst, sie ist voller Missverhältnisse. Ich brauche Zeit, um sie zu heilen. Als die Geburt nahte, wurde er immer ungeduldiger, wie es bei dem Fürsten so ist. Und schließlich bin ich hier gelandet. Yo. Was ist ein Beseeler? A student of the soul. Something so basic, yet so poorly understood. But so many breakthroughs have been made in my lifetime. Had been made. Had been. To hear the locals tell it, we're a gang of soul manglers that preys upon the weak-minded. And the worst of us are. Ein Student der Seele, etwas so Grundlegendes, das trotzdem so wenig verstanden wird. Aber während meines Lebens sind so viele Durchbrüche erzielt worden. Ja, die Seele ist halt in jedem von uns drin, so wie es jeden Tag regnet. Aber ich glaube, hier hat auch kaum einer die Ahnung, was heißt jeden Tag, warum es immer wieder regnet. Ja, sie kichert. Waren, meine ich, waren erzielt worden. Ja, jetzt spricht sie wieder in der Vergangenheitsform, weil sie tot ist. Wenn man die Einheimischen fragt, sind wir nur eine Bande von Seelenjägern, die es auf die geistig Schwachen abgesehen haben. Und auf die Schlimmsten von uns trifft das auch zu. Bah. The best of us? The best? Inspirations. Miracle workers. My parents were soul twins. Miserable before they met, empty inside. It was an animancer who helped one find the other. Turned their lives around. You wouldn't believe the stories. Amnesiacs helped to remember their lives. The suicidal brought back from the brink of oblivion. The elderly afforded extra moments to say their goodbyes. How soon we forget when we're afraid. Aber unsere Besten, die Besten, Erleuchter, Wunderwirker. Meine Eltern waren Seelenzwillinge und bis sie sich trafen, ging es ihnen jämmerlich.
Sie waren innerlich leer. Erst ein Beseeler half ihnen, zueinander zu finden. Er hat ihre Leben zum Besseren gewendet. Das könnte ebenso gut ein Placebo gewesen sein. Du wirst die Geschichten kaum glauben. Amnesiacs half dabei, sich an ihre Leben zu erinnern, brachte sie Selbstmordgefährdeten zurück vom Rande der Vergessenheit. Die Eltern nahmen sich extra Zeit für ihren Abschied. Oh, wie schnell wir vergessen, wenn wir Angst haben. Ja, manchmal ist Vergessen auch wirklich der einfachste Weg und der bequemste. Hm? It's a fascinating science. A fascinating time to be alive in a place like Deerwood that does not control the research, no? I love the Valian Republics for many things, but their recent caution will leave them behind, I fear.